Ian hat sich nicht mehr erinnern, auf welchem Weg sie draufgekommen sind. Beim Aufstieg hat sie fast nur auf den Boden geschaut, auf ihre Füße und Steine. Aber die Mischa hat sich erinnert. Man hat gemerkt, dass ihre Vorfahren Schlittenhunde in Sibirien gewesen sind. Sie hat mit der Schnauze am Boden nachgeschnüffelt, hat gleichmäßig an der Leine gezogen und sich nicht einmal umgeschaut. Mischa, auf dich kommt sie jetzt an, hat ihr gedacht. Du musst einen Weg finden. Aber sie hat nichts gesagt, sondern ist nur der Mischa hinterher stumm den Berg herabgelaufen. Es hat pressiert. Wenn sie es nicht schaffen würden, bevor es dunkel wird, wären sie verloren. Geregnet hat es nicht mehr. Aber es war, als würde man in dicker Milch laufen. Man hat nur ein paar Meter weit gesehen und es war unheimlich. Die Ia hat nichts gehört, außer das Wasser, das von der Felswand tropft ist. Und manchmal ein Stein, der in die Tiefe poltert ist. Und vor ihr im Nebel das Hecheln von Mischa. Jede Stunde hat die Ia eine kurze Pause gemacht, weil sie es sonst nicht schaffen würde. Und das hat sie der Mischa gesagt. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich schaffe das schon. Ich muss einfach nur kurz ausruhen. Einmal hat die vor lauter Müdigkeit angefangen zu brüllen. Aber da hat sich die Mischa auf ihre Hinterbeine gestellt und das Gesicht von ihr abgeschleckt. Da hat die müssen lachen. Und alles war wieder gut gewesen. Das Schlimmste waren die Blätter. Die ist angehockt und hat die Bergschuhe abgezogen. Er sah, dass sie an beiden Fersen blutet. Aber das Blut hat sie einfach abputzt und die Schuhe wieder angelegt. Ohne zu brüllen. Sie hat nur «Shit» gesagt. Das hat sie von ihrem Papa kennt, dass man das sagt, wenn es einem so richtig schlecht geht. Dann sind sie weitergelaufen. Endlich sind sie aus dem Nebel gekommen und haben besser gesehen. Aber die Beine von ihr waren wie taub. Sie ist ein paar Mal umgeflogen und hat sich die Hände aufgeschürft. Immer langsamer sind sie geworden. Die Mischa ist immer wieder stehen geblieben und hat sich umgedreht. Sie war unruhig und hat am ganzen Körper zittert. Vielleicht war es auch sie müde. Aber eher hat sie Angst, dass es ihr nicht schaffen würde. «Es geht schon», hat ihr gesagt. «Gang weiter!» Auf dem Berg sind Mina, der Markus, die Mo und der Grossvater in der Höhle gesessen. Sie mögen nicht mehr warten. Und der kleine Wolfmeier Rupert auch nicht. Seine Mutter war immer noch nicht zurück. Und er hat angefangen zu knurren. Der Markus hat das letzte Schokigutzli genommen, hat es mit Wasser, das an der Höhlenwand runtergelaufen ist, verrührt. Und er probiert der Meier Rupert, die Schokisuppe mit einem Löffel aus dem Grossvater seiner Notausrüstung zu füttern. Ein paar Löffel hat sie geschleckt. Aber dann hat sie nicht mehr wollen. Die Mina hat angefangen, Lirum Larum Löffelstil zu singen. Aber das hat auch niemand aufgeheitert. Da hat der Grossvater gesagt, vielleicht müssen wir uns auf eine weitere Übernachtung einstellen. Da hat die Moa angefangen zu brüllen. Ungefähr zu dieser Zeit haben sie den Schuss gehört. Er ist aus grosser Entfernung gekommen, aber auch wieder nicht. Es hat mehrere Sekunden gedauert, bis sein Echo zwischen den Bergen verklungen ist. Alle sind zum Höhleneingang gestürzt, außer dem Grossvater natürlich, und haben über das Tal geschaut. Neue Wolken sind wie eine weisse Wattendecke über allem gelegen, als wäre der Berg ein grosses Schiff auf einem weissen Meer. Es war vollkommen still. Nur das Wimmern von Maya Rupert hat man gehört. Plötzlich hat sie ihren Kopf in die Luft gestreckt und angefangen zu heulen. Sie haben sie noch nie so gehört. Ruhig und traurig. Und dann war es wieder still. In dem Moment haben sie die Wolfsmutter entdeckt, wo in langen Sätzen der Berghang darauf gerannt ist. Sie ist so schnell von Fels zu Fels gesprungen, dass es ausgesehen hat, als würde sie fliegen. «Das sind Wilder!» hat Markus gerufen. «Die haben auf sie geschossen!» Die Wolfsmutter hat die Höhle erreicht und Maya Rupert ist wie verrückt um sie herumgekommen. Aber ihre Mutter hat sie nur am Nacken gepackt und praktisch in die Höhle hineingeschmissen. Dann ist sie wieder rausgekommen, hat sich vor den Eingang gestellt und das Tal beobachtet. Nichts. Keine Bewegung. Niemand.
Da haben sie gesehen, dass die Wolfsmutter blutet. Es war keine grosse Wunde. Aber sie haben sofort begriffen, dass nicht viel gefehlt hat und sie wäre da gewesen. Auf der einen Seite vom Hals hat sie eine Schramme gehabt. Der Schuss hat zum Glück nur ihr Fell gestreift und ist nicht stecken geblieben. Aber es hat ziemlich geblutet. «Grossvater, hast du ein Pflaster?» hat Mina in die Höhle gerufen. Und genau da hat sie die Wilderer gesehen. Wie sie mit ihren Gewehren auf dem Rücken schnell den Berg darauf gekommen sind. Wie ein Blitz sind alle Kinder in die Höhle verschwunden. Als letztes die Wolfsmutter. Schnurstracks ist sie zu ihrem Platz im hintersten Teil der Höhle gegangen, hat Meier Rupert an die Wand geschupft und hat sich zum Schutz vor sie angelegt. «Wir sind verloren», hat Mina gedacht. «Und die Wolfsmutter und Meier Rupert auch.»